Beim Boston Marathonlauf 2019 gab es ein besonderes Ereignis. Einer der Läufer war so geschwächt kurz vor der Ziellinie, dass er nur noch kriechend oder robbend bis zu dieser Ziellinie durchkam. Das wurde von allen Zuschauern beachtet und er bekam wirklich viel Applaus. Als ich dieses Video gesehen habe, wurde auch darunter geschrieben, aufgeben war für ihn keine Option. Das ist etwas, wo ich sofort im Geist empfunden habe, dass das in unserem Leben ebenfalls gilt. Aufgeben ist keine Option. Vielleicht bist du jetzt gerade herausgefordert in einer sehr schwierigen Situation. Da ist Krankheit, da sind schlechte Diagnosen ausgesprochen worden, da sind finanzielle Nöte, da ist Trauer in deinem Haus, da sind mit den Kindern Probleme, da sind so viele Dinge, die dich schwächen wollen und wo die Aktivität des Feindes ist, dich zum Aufgeben zu bringen. Und trotzdem spricht der Herr dir zu, steh auf. Geh weiter, du wirst ankommen. Du brauchst nicht hinter dem Ziel zurückzubleiben, sondern ich helfe dir. Du läufst einen Lauf des Glaubens, du läufst einen Lauf in meiner Stärke. Ich gebe dir die Stärke, ich gebe dir Zuversicht, ich gebe dir Mut, dass du diesen Lauf in Geduld laufen kannst und du wirst ankommen. Ich bete, dass dieses Wort der Ermutigung, aufgeben ist keine Option, jetzt gerade ganz tief in dein Herz fällt. Dass es jetzt zu dir spricht in deine Situation. Dass du das ergreifst und sagst, ja, ich werde mich dafür entscheiden, mit Jesus weiterzulaufen. Ich werde in der Weisheit des Heiligen Geistes weiterlaufen. Ich werde in der Ermutigung und der Stärke des Wortes Gottes weiterlaufen. Ich werde die Verheißungen der Bibel ganz neu in mein Leben nehmen, dass sie mich anfeuern, weiterzulaufen. Aufgeben ist keine Option, sondern wir sind gerufen, den Lauf, der uns verordnet ist, weiterzulaufen. Und du wirst ankommen. Gott hat mehr für dich.